Prinzip ist, wenn wir in weichen Baugründen sind, dann haben wir eine geschilderte Tunnelvortriebsmaschine. Hier ist ein Stahlzylinder außenrum, der die Maschine und die vordere Einheit vor dem umgebenden Erdreich schützt. Und hinten entsteht Ring für Ring die Tunnelröhre. Das besteht aus einzelnen Segmenten, die mit einem Erektor, der ist hier innen drin, versetzt wird und verschraubt wird und abgedichtet wird. Und wenn der Ring dann stabil verbaut ist, kann der nächste Bohrhub stattfinden. Hinter diesem eigentlichen Bohrschild kommen dann ungefähr zwischen 120 oder 400 Meter Nachläufersystem, das die ganzen logistischen Einheiten drauf hat, die man braucht, um die Maschine stabil zu versorgen, aber auch den ganzen Bauprozess, das Rolling Stock Material rein und raus zu bekommen. In so einem Prozess, wie viel Human Power ist dann noch notwendig hier so? Also ja, sieht das um ja so eine Maschine aus? Zu betreiben, das ist der entscheidende Vorteil, braucht man 20 gute Leute in der Regel. Wir liefern dann auch immer Elektriker und Hydrauliker dazu, damit das System sehr stabil läuft.